So, hier haben wir noch ein Trüchen. Ein Korallenring. Ja, nice. Korallen sind super. Ach, haben wir direkt ausgerüstet. 21 maximales Leben. Schön. Nietzsche. Oh, da haben wir schon den nächsten. Warte. Elfriede, Hugo und Karl-Heinz sind auf dem Weg. So, wo ist der fucking Teleport? Oh, da haben wir noch ein Nest. Hier waren wir doch vorhin. Wir haben doch die ganzen Glyphen gefunden. Wir haben den Teleport nicht gesehen? Denn ernst? Ah. Mal spannend, was das bringt, wenn der gleich... Der ist doch voll. Was bringt das? Weiß man nicht, ne? Naja, gut. Level up! Einfache Robe. Okay, warte mal. Erstmal hier unser Pünktchen setzen. Den brauchen wir noch. Kreaturenschaden 10% erhöht. Zack. Ah, ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon. Es ist halt so schön unkompliziert, weißt du? Man schiebt die Arbeit einfach auf seine kleinen Minions ab und fertig. Hier gibt es keinen Teleporter, lese ich gerade. Bist du dir sicher? Oh, mittleres Lebensfläschchen, nice. Da. Tauschen wir das einfach mal schnell aus. So. So. Und so. Ich hätte gedacht, weil... Hier? Sicher, dass es da keinen gibt? Okay. Dann glaube ich das einfach mal. Dann hören wir auf zu suchen. Schön, dass man mir das erzählt, nachdem ich mit dem Bett fast fertig bin. Ach ja, wie immer schön mit euch. Ach, guck mal, die ganzen Leichen, die hier liegen. Geil. So, dann gehen wir hier erstmal rein, oder? Oder waren wir da auch schon? Ich weiß es nicht. Lass mal gucken. Unterwasserpassage? Doch, da waren wir. Die haben wir doch vorhin freigeschaltet. Die haben wir doch vorhin freigeschaltet. Warte mal, wo waren wir jetzt? Ne, Unterwasserpassage. Da, genau, da waren wir drin. So, irgendwo gab es doch da unten. Da unten. Da ist noch eine, da ist noch ein Eingang. Gehen wir nochmal schnell mit. Alter, ich fühle mich hier wie so ein Horrorfilm, ne, mit der Perle. Als müssten wir irgendwelche armen Menschen jagen. So, der Voll des Tümpel. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. So, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das sieht mir sehr, sehr creepy aus. So, aber den Vollen des Tümpel, das machen wir mal. Okay, wir arbeiten uns wirklich wieder hier strategisch durch. Oh, da haben wir die nächsten Zombies. Boah, wie seht ihr denn aus? Kleines Lebensfläschchen, ja gut. Bringt halt ein paar Punkte, ne? Also ein bisschen Metz. Aber nichts Spannendes. So. Also soweit echt easy. Gefällt mir. Macht Spaß. So. Eisenpanzerhandschuhe. Weißt du, wir sind so eine zarte Hexe mit fetten Handschuhen und alles. Weißt du Bescheid. Was war das denn hier? Achso, Arkane Boge, genau. So, also Müll. Dann laufen wir mal weiter. So. Ach ja. Unsere Schädel der Vernunft hier. Unser Gewissen, was aus uns herausbricht und alles um uns herum killt. Tötet den Nekromanten und seine Kreaturen. Okay, der sollte... Guck mal. Der hat eine Pillepalle. Pustekuchen hier. So, haben wir ein paar Stiefel. Haben wir eine Robe. So, und hier haben wir noch eine Brustplatte. Nehmen wir alles mit. Die zwei denten wir mal. 10 Geschick, maximales Leben, Kältewiderstand und beschleunigte Betäubungs- und Bla-Effekte. Hat aber keinen blauen drauf. Ist aber nicht weiter tragisch. Können wir da... Brauchen wir eigentlich gar nicht ausrüsten, ne? Ganz ehrlich. Wir nutzen den Skill derzeit eh nicht. So, maximales Leben, maximales Mana. Das klingt doch schon mal sehr delikat. Rüsten wir aus. So. Das klingt doch mal cool. Oh, 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 oh. Okay. Mana 149 haben wir übrigens. Also, guck mal. Wir müssen nachher irgendeinen fetten Skill noch mit reinballern, weil wir kriegen unser Mana nicht leer.
haben permanent unser Mana voll hier. Oh, so gut wie. So, Tour machen wir noch auf. Ident-Rolle wieder. Gib her den Scheiß. So. Was war das? Ich weiß nicht. Mach einen Kurzbogen. Ja, warte. Nehmen wir auf jeden Fall mit, den brauchen wir. Na, scheiße, warte mal. So, so. So, und so. Lohnt sich das, die Dinge überhaupt mitzunehmen? So von dem Metz her? M? Achso, ja. We are running a sale on every type of stash tab. Achso. Ja, cool. Thunfächer. 165. Kartentunfach. Ein Kartentunfach hinzu. Darin kannst du bis zu 72 Einheiten jedes Kartentyps ablegen. Was denn für Karten? Kann das jemand sagen? Extra großes Premium-Tunfach. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, ey, wir haben so viele Tunfächer, ne? Ich wüsste jetzt nicht, warum wir da welche kaufen sollten. Klar, also ich bin auf jeden Fall dafür, die Entwickler zu unterstützen, ne? Also gerade bei so einem Projekten, das Spiel ist kostenlos, ne? Da muss man einfach mal sich vor Augen halten. Und da lohnt sich das in meinen Augen schon, dass man die Entwickler unterstützt. Aber wir haben so viel Platz. Divinations Cards, das sind Karten, die dir Items geben, wenn man eine Kartenset voll hat. Okay. Kann man die irgendwo aufrufen? Haben wir das schon fertig hier? Sieht so aus, ne? Ja, haben wir. Okay. Alles klar. Dann können wir zurück. Komm, wir nutzen einfach mal. Komm, wir haben so viel Portalrollen hier. Ja, also ich muss sie doch irgendwie aufrufen können. Man sieht alle Karten im Stash. Currency Stash Tab ist sehr brauchbar und übersichtlich. Okay, warte. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Warte mal. Thunfächer. Currency ist ja Währung. Hier, das hier. So. Kostet 60. Füg dein Konto ein Währungsthunfach hinzu. Dann kannst du bis zu 5000 Einheiten verschiedene Währungen. Oh. Das klingt natürlich cool. Was kostet denn Punkte? 50 Punkte, 4 Euro noch was. Also das Ding würde jetzt quasi mal umgerechnet, lass mich kurz lügen. Ja, also 5 Euro kosten. Ne? Richtig? Denke schon. Es ist mir gerade noch nicht wert, ehrlich gesagt. Das ist es mir noch nicht wert. Kann man später nochmal drüber nachdenken. Necromancer. Just the one, was it? Guess the bastard got a bit lonely, decided to make himself some pets. Wow. Good to see you don't mind getting your hands good and filthy. Here, to mark a dirty job well done. Oh. So. Farewell. Gewährt 2 passive. Oh, nice. Nice. Okay. Das haben wir jetzt fertig, ne? Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, wo es weitergeht. Sieht da ein bisschen anders aus. Warte mal, was ist das? Energieschild? Energieschild, da. Das ist das. Warum geht das nicht? Achso, Korrekturen. Heißt, wir könnten die wieder wegnehmen wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Nein, brauchen wir nicht. Aber danke. Danke, mein Freund. Schön, dass wir sie haben. So, das würde ich sagen, verkaufen wir einfach so unidentisch. Yes, yes, yes. Okay. Warte mal. 11%? 7 bis 13. Boah, das ist schon krass. Warte mal. Nee, den müssen wir wieder haben. Gib mir den wieder. Das ist meins. Das können wir reinhauen. Das können wir reinhauen. Die brauchen wir nicht, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Schuhe. 13. Maximales Leben. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Aber hier fehlt halt der blaue Sockel. Aber eigentlich brauchen wir keinen blauen Sockel. Wir haben genug. Ich weiß es nicht. Was sagen denn die PoE-Experten unter euch? Nehmen oder nicht nehmen? Das ist hier die Frage. Rüstung, rostige Bundhaube 16 und Energieschild 4. Das können wir tatsächlich ausrüsten. Das ist in Ordnung. So. Achso, warte mal. Ah. Okay, warte. Erstmal so.
So. So. So. Ach, das war ein Kettenhemd. Ein fettes Kettenhemd war das. Okay, egal. Egal. What little help I can offer is yours. Verkaufen. Nicht wirklich relevant aktuell, okay. Dann weg damit! So, 7 bis 13, 7 bis 13. Die haben 4 bis 8, 4 bis 8. Okay. Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Weil hier stimmen halt die Sockel nicht, ne? Lohnt sich das hier umzurollen? Ich weiß nicht, vom Damage. Wir machen ja gerade richtig guten Damage eigentlich. Da kann man sich nicht beschweren. Hier hätten wir noch einen. Hier hätten wir einen. Ja, komm. Der ist gut, der hat zwei blaue. Nehmen wir den. Drauf geschissen. So. Dann haben wir den. Machen wir das so. Dann kann der weg. Warte mal, da müssen wir einmal... Ja, ich weiß. Ein bisschen anstrengend jetzt, aber muss sein. So. Bei meinem Kopf ergibt es Sinn. Dann den raus. 7 bis 13. Holen wir uns noch einen, der 7 bis 13 hat. Oder mehr. 14% sind hier drauf. 12, 13. Hier sind nochmal 14. Angriff pro Sekunde 1,2. Aber das ist eh egal. Ist egal. Ziegenhorn, Ziegenhorn. Nehmen wir den mit den 3 Stats drauf und fertig. Würde ich sagen. So. Den dann dahin. Okay, dann haben wir jetzt hier das... Ach, die haben keine Verbindung. Scheiße. Ah! Siehst du, das ist... Ah, Kacke. Die haben die Verbindung nicht. Das, da muss man sich dran gewöhnen. Warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir nicht irgendwie was... Kurz gucken. Was machst du denn da drin, Mann? Du bist dahin. Verändert die Anzahl der Fassungen. Stattet einen magischen Gegenstand mit 9 zufälligen Modifizierern aus. Verzaubert einen magischen. Verändert die Farbe der Fassung eines Gegenstandes. Das würde ich gerne mal testen. Verändert die Farben einer der Fassung. Okay, warte mal. Kann ich das einfach so machen? Achso, muss... Darf nicht ausgerüstet sein. Willst du mich verarschen? Warum? Scheiße hier. Kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, jetzt haben wir 5 Zauber. Oh. So dumm einfach. Egal, komm, wir gehen erstmal rein nach Damage und fertig. Komm, ist egal. So. Müssen wir halt später Wert drauflegen dann. Nützt ja jetzt nichts. So. Yes? Ja, ich bin wieder hier. So. God hasn't abandoned us. Ja, ja. Möge Gott mit dir sein oder so. Tschüss. Okay. So, wir brauchen noch Schuhe, die schneller sind, habt ihr gesagt. Mit Movement Speed drauf. Wir gucken mal. Kriegen wir hier nicht. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar hier zu ihm. Der hat bestimmt Schüchchen für uns. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Hast du schicke Schuhe? Ich hab gar keine Schuhe. No shoes for us. Essen? Nein, du nicht. Okay. Ist noch ein Händler hier? Ja. Aber der hat nur so eine Sachen. Okay. Aber warte mal, warte mal. Hello. Du hast doch Tränke gehabt. Hast du nicht auch hier Quecksilber-Tränkchen für mich? Lebensfläschchen. Ach, das ist ja cool. Die Tränke haben sogar hier Affixe drauf. Hier, nee, das Mana-Fläschchen. Hybridfläschchen, regeneriert Leben und Mana. Was es nicht alles gibt. Krasse Sache. Okay, bringt uns aber alles nichts. Okay, dann tschüss. Goodbye. Ja, tschüss, ne? So, besucht Nico in der im Minenlager? Nein. Und reist nach Gefangenenpforte. Okay. Warte mal, Event-Pinwand, was ist das hier? Okay, da gibt es gerade noch nichts. Oh, da öffnet er nur irgendein Browserfenster. Kann man machen. Kann man auch sein lassen. So. Okay, dann einmal zurück. Und dann porten wir uns einfach dahin, würde ich sagen. Wo wir hin müssen. Felsvorsprung, da waren wir überall. Das ist sehr gut. Dann gehen wir einfach dahin. Da sind wir stehen geblieben. Machen wir da weiter, würde ich sagen. Okay. Skelette sind noch alle da? Ja, okay. Oh, 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 da geht's wieder heiß her.
Komm, ich brauche noch zwei Skelette hier. Hallo. Oh. Puh. Okay. Unsere Grundversorgung ist wieder da. Sehr gut. Gucken wir weiter. Metzeln hier. Schnetzeln und Metzeln. Oh, was haben wir denn hier? Diamantenschrein. Fügt außerordentlichen Schmerz zu. Ja, hoffentlich nicht mir. Das wäre nicht so schön. Okay, wie ich sehe, nicht mir. Sondern den armen Zombies da draußen. So, oh, guck dir das an. Alter Falter. What the fuck? Geht denn da ab? Die tun mir fast leid, die Zombies. Die werden ja richtig weggebasht. Oder Skelette. Zombies sind's ja nicht. Wollen wir mal ganz genau bleiben hier, ne? Mm, ja, da habe ich mich aber für einen anderen Trank entschieden. Fehler meinerseits. Tommy schreibt gerade, oder Tommy, die Quecksilber-Flask bekommst, wenn du die erste, allererste Quest machst. Ja. Da habe ich mich aber, glaube ich, für Leben entschieden. The black spirit of storm and dream now reaches into the ground and raises up our slain imperial foes. It leads the fallen from their graves and drives them to fight us beyond the end, rotted tooth and jagged nail. Our own remembered have joined their cursed ranks. No longer may we give our beloved to the birds, messengers of spirit to the sky, conveyors of flesh to the earth. Calm has commanded us to destroy our remembered with axe and fire. Calm is the bravest of us, willing to bear the ire of the ancestors for the survival of his people. Weißt du Bescheid? Ob ich zugehört habe? Nein. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, wir werden jeden Tag eine Folge raushauen von Pass of Exile. So zieht sich das wahrscheinlich ein bisschen hier. Oh. Nice. Ein Kurzbogen in Blau. Ah, hier irgendwas zum Looten? Nein. Ein Ziegenhorn. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, der hat Verbindungen. Der hat Verbindungen. Endlich. Warte, ich überlege gerade nur, welchen tauschen wir aus? 13%? 13, ja, dann nehmen wir den. Der hat auf beiden Seiten. Ja, nice. Das ist genau das, was wir wollten, liebe Leute. Das ist, ja, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Ich weiß, ist die Reihenfolge davon wichtig, da ich den in die Mitte stelle und dann links und rechts den Skill daneben, oder ist das relativ rain? Wird gerade gefragt, ob ich Items annehme. Erstmal nicht, aber danke dir. Erstmal nicht. So, jetzt haben wir in dem Fall nämlich hier, den in der Mitte und dann links und rechts angehangen. Aber ich lese gerade, ist egal, okay. Vielen Dank. Das ist egal. Das ist eine Qual. Oh, guck mal hier. Er wieder. Wollen wir da mal reingehen? Ich weiß es nicht. Komm, dann gehen wir halt. Dann. Komm, nimm mich in deiner scheiß Bude rein. Gehen wir mal gucken. Die Azurit-Mine. Fahren mit der Maus über einen Gem im Item. Wenn alle aufleuchten, interagieren sie miteinander. Ah, okay. Probieren wir gleich mal. Leere Instanzen werden auf 8 bis 15 Minuten zurückgesetzt, damit auch alle verknüpften Portale zerstört. Achso, und damit auch alle verknüpften Portale zerstört. Okay. Ach, guck mal. Ja, lustig. Der interagiert mit dem? Ja, cool. Gut zu wissen. So. Also, was geht ab? Looks like shite, eh? Well, don't judge a mine by its entrance. Eternals used to pull all sorts of goodies out of these rocks, and they never had my secret weapon. Just inside the mine shaft is my creaky little crawler. Took one of the old Eternal torture devices and repurposed it. Oh, it can still tear your skin off like peeling a fruit, but hopefully it won't try to. Instead, it can lay down a daisy chain of lights powered by that voltaic sulfide. You want to be on the lookout for more of that, mind you. This big beauty next to me, my pride and joy, feeds Crawler with refined and purified sulfite, and it's capable of taking all sorts of the raw materials strewn below ground and turning them into sources of light and explosives. How about you head underground and follow the mechanical little bugger to an azurite vein, eh? Ich würde sagen, warum nicht? Wir gucken mal ganz kurz, was er für Gegenstände hat.
Mächtige. Was? Wofür ist das? Muss ich die hier reinsetzen oder was? Müssen wir gleich mal gucken. Egal. In der nächsten Folge.